Diplom in Informatik gemacht in Hamburg. Da gab es noch richtige Informatik-Diplome. Das ist ja ein bisschen anders. Dann habe ich lange gearbeitet und habe irgendwann später noch meinen Doktor gemacht über Komplexität von Softwarearchitekturen. Und das hat mich dann die ganzen Jahre danach verfolgt. Und dazu will ich euch heute ein bisschen was erzählen. Ich liebe diese kleinen Geek-and-Poke-Witze. Das ist ein Informatiker, der auch aus Hamburg kommt, der die macht. Und ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber der eine sagt zu dem anderen, we gave up finding proper names for the layers long ago. Since then we just name them after their architects. Und dann seht ihr hier so Transformation, Transport, David, Mark, Judy und John. Und da ihre Layer hinterlassen, also ein guter Architekt hinterlässt eine Spur im System. Und ich will euch ein bisschen, was muss ich das mal hier rüberbringen, dazu erzählen, was ich also in den letzten 20 Jahren in dem Bereich so erlebt habe. Vorher sage ich noch zwei Worte zu der Firma, von der ich komme. Ich arbeite bei der Firma Workplace Solutions in Hamburg und wir, also unser Name ist Programm, wir bauen Business-Software, die unseren Anwendern Spaß macht. Ja, das ist also sozusagen unser Ziel und das schaffen wir ganz gut. Wir bauen ziemlich viel Software im Hamburger Hafen, also für Nautiker und für Leute, die Container auf Schiffe rauf und runter schaffen. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt und das mal sehen wollt, wie das ist, dann guckt Wochen vorher mal auf die Webseite von Jasper Busreisen, weil Jasper Busreisen eine zweistündige Tour über die Container-Terminals anbietet in Hamburg. Und das ist wirklich spannend. Da sieht man das von ganz nah. Aber man muss sich rechtzeitig anmelden. Ist immer sehr schnell ausverkauft. Okay, das ist die Alster. Da sind nicht so viele Containerschiffe drauf. Macht aber nichts. Wir machen viel Anforderungsermittlung, um rauszukriegen, was die Leute eigentlich für Software brauchen. Wir bauen schöne Softwaresysteme, viel auch selbst. Und damit das alles funktioniert, brauchen wir eine gute Softwarearchitektur. Wir brauchen also Software mit wenig Schulden und das wird heute so ein bisschen das Thema sein. Wir haben angefangen 1999, zur Ausgründung von der Uni Hamburg, unsere Firma, und da waren wir 12, inzwischen sind wir 75. Das ist das Bild von unseren letzten Klausurtagen. Wir versuchen unseren Frauenanteil zu erhöhen. Wir haben 25% Frauen bei uns. Hier sieht das, glaube ich, nicht so gut aus. Wo sind denn die Frauen hier? So faselt hier. Okay. Da kann man noch was machen. Ne? Okay. Ich bin inzwischen Geschäftsführerin bei der WPS. Also ich sorge eben dafür, dass alle gute Arbeit haben, gute Softwarearchitektur machen und Business-Software bauen, die den Leuten Spaß macht. Und ich habe vorletztes Jahr ein Buch geschrieben, Langlebige Softwarearchitektur, und dazu werde ich euch ein bisschen was erzählen. Ich mache viele Analysen von Software-Systemen, auch PHP-Systemen, und ich zeige euch heute Bilder davon, also ich zeige euch Bilder zu technischen Schulen, die man so findet, und man kann sich das dann zwar vage vorstellen, was ich da mache, aber nicht so wirklich. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas in live abläuft, dann geht mal auf die Seite von meinem Buch, ne? Also Langlebige Softwarearchitektur. Und da sind kleine Filme und da kann man sehen, wie sowas funktioniert, so eine Analyse vom Software-System. Und falls ihr euch für diese Domäne Design interessiert, da hat ein Kollege mit mir zusammen jetzt das Buch von Bob Vernon übersetzt. Das hat viel Freude gemacht, vor allem habe ich das erste Mal ein englisches Buch gehabt, wo die letzten Sätze wirklich für Deutsch zu lang waren. Ja, also ich kenne das sonst immer nur andersrum, aber so, ja. Also wir haben uns bemüht, das auf Deutsch anders zu machen. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele Software-Systeme angeguckt, die Zahlen stimmen auch schon nicht mehr und es gibt ganz viele verschiedene Systeme natürlich, an denen ihr vielleicht auch selber arbeitet oder die ihr schon mal irgendwo gesehen habt, in vielen, vielen Programmiersprachen und in ganz unterschiedlichen Größen. Das größte System, was ich mir angucken durfte, das ist von der Technikerkrankenkasse, das hat 15 Millionen Zeilen Code. Das ist, ihr braucht euch keine Sorgen machen, falls ihr da versichert seid, das ist in einem sehr guten Zustand. Also die haben das wirklich gut gemacht. Die hatten 19, also es ist ein Java-System, ne? Also das ist einfach so. Aber 1999 war bei denen eine Beratungsfirma im Haus und hat gesagt, also ja, also das mit dem Cobol, ja, das geht jetzt nicht mehr, das müsst ihr mal ändern. Braucht ihr 2 Jahre, macht ihr alles neu mit Java, dann ist die Welt in Ordnung. Dann haben die das also angefangen
Und 2014 waren sie dann fertig. Aber das ist die einzige große Versicherung, die ich kenne, die es wirklich geschafft hat, von ihrem COBOL, PL1 oder you name it wegzukommen. Ja, sonst bin ich in vielen Versicherungen, wo es einen echten Zoo gibt und einen großen Schmerz über diese ganzen alten Sachen, die man noch so hat. Gut, und ich will heute zu euch über technische Schulden reden, die ihr bestimmt auch in eurem Leben immer wieder habt. Und ich habe noch einen Witz und sage dann auch gleich, was das genau sein soll. Best practice in application architecture today, use layers to decouple. Und dann sagt der eine zu dem anderen, and every year we mount a new layer to decouple us from the crap we've done the year before. Und das erlebt ihr bestimmt auch. Und das ist sicherlich ein Teil der Schulden, die wir so machen. Ich rede immer von vier Arten von technischen Schulden. Einerseits gibt es Testschulden, also man hat keine automatisierten Tests. Wer schreibt hier Unit-Tests? Ach, wunderbar. Sehr schön. Macht weiter so. Also immer wenn ich vor Studenten rede, dann sage ich, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dann fragt mal, wie hoch die Testabdeckung ist da in der Firma, wo ihr anfangen sollt. Und je nachdem, wie die Antwort ist, dann fangt da an oder lieber nicht, weil sonst werdet ihr schlaflose Nächte haben. Also, das ist eine technische Schuld. Über die rede ich heute nicht weiter. Wenn man gar keine Dokumentation hat, ist das auch sicherlich eine technische Schuld. Auch darüber rede ich heute nicht weiter, kann ich auch viel zu erzählen. Aber die technischen Schulden, die mich eigentlich am meisten interessieren, sind die, die wirklich im Source Code sind. Also einerseits, dass ihr Implementationsschulden macht, also lange Methoden und so ein Zeug, oder dass ihr im Design und in der Architektur Strukturen schafft, die total verzügelt, miteinander verwoben sind, sodass man das nie wieder auseinanderkriegt und einfach nicht versteht, was das soll. Ja? Also mit sowas habt ihr bestimmt immer mal wieder auch zu tun. Und das Schönste an diesem Witz ist eigentlich das Wort, was da unten steht. Da steht Annual Rings. Ich war mal in einer Firma, die hatte so eine Million, das war auch ein Java-System, also ich erzähle da mal noch was von PHP-Systemen, aber ich habe halt auch schon viele Java-Systeme gesehen und so die Millionen ist bei Java zumindest so eine Grenze, also entweder räumt man da auf oder das Ding wird nicht mehr größer, ja, weil keiner mehr damit klarkommt. Und ich saß also mit dem Architekten, mit dem IT-Leiter da und sagte, also wissen Sie, Sie müssen hier ein bisschen aufräumen, das ist alles sehr durcheinander. Das ist sehr viele verschiedene Ecken, hier heißen die Sachen so oder heißen sie so. Das müssen Sie ein bisschen vereinheitlichen, damit die Leute sich besser zurechtfinden. Dann guckt mich der Architekt an und sagt, ja, das verstehe ich. Aber das können wir nicht machen. Warum denn nicht? Ja, wissen Sie, unsere Entwickler sind Künstler. Die müssen sich ausleben. Wenn wir die reglementieren, dann entwickeln die nicht mehr richtig. Das geht nicht. Unsere Software, sagt er, hat Jahresringe. Ganz begeistert war er, dass ihm das eingefallen ist. Und ich habe so gedacht, okay, kann man natürlich zu einer positiven Sache, ne? Also kann man so deklarieren, aber eigentlich ist das keine schöne Sache, wenn eine Software Jahresringe hat. Weil wenn man einen Fehler sucht, dann muss man sich durch Jahresring und Jahresring hindurch arbeiten und verstehen, was die Leute da und da und da gedacht haben. Und das ist natürlich relativ anstrengend. Also insofern bitte, jede Software hat Jahresringe, aber ihr solltet das vielleicht nicht unbedingt zum Prinzip erklären. Wenn man das mehr und mehr macht und was ich dann in meiner täglichen Arbeit auch oft erlebe, ist, dass ich in Firmen komme, wo Teams wirklich Schwerstarbeit leisten und kurz vorm Burnout sind und keiner so richtig versteht, warum eigentlich. Und ich habe lange gesucht, bis ich ein Bild gefunden habe, was das symbolisiert, und dann habe ich dieses Bild hier gefunden. Und das Gefühl ist also, das Team ist da und tut alles, damit die Software irgendwie noch überlebt, ja, also kennt ihr vielleicht auch, ne? Nächte, Wochenende angerufen, immer irgendwie online. Aber das Management guckt von oben und da ist alles grün. Also da sieht es so aus, als wäre alles gut. Ja? Also das Management denkt, ist doch alles okay.
Also das könnt ihr jetzt ja auch noch machen. Hat ja auch funktioniert bisher. Ne? Und das, das sind sozusagen die Situationen, in denen man sehr, sehr viel technische Schulden angesammelt hat und in die eigentlich keiner reinkommen möchte. Die Leute, die am meisten leiden dabei, sind meistens die Väter des Systems, ja? Also deren Baby das ist, die das irgendwann mal angefangen haben. Kennt ihr vielleicht auch. Und was ich versuche, irgendwie gegen solche Situationen zu kämpfen, ist, dass ich euch versuche, Hinweise zu geben, was ihr tun könnt, damit eure Software länger lebt und nicht so eine Situation entsteht, sondern ihr die Schulden rechtzeitig in den Griff bekommt, abbaut und so weiter. Das heißt, ich will eigentlich, dass eure Software lange leben kann. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Software schreibt, die nur für kurze Zeit gebraucht wird und dann weggeworfen wird. Irgendwas ist nicht gut. Was war los? Ach, das Bild war plötzlich weg. Ach, das kriegen wir schon. Okay, also ich will ein langlebiges System. Das heißt, ich will Systeme, die lange wartbar sind und die flexibel sind. Also wartbar soll bedeuten, dass ich will, dass man dort da schnell Fehler suchen kann, dass man sich also schnell zurechtfindet in dem System, dass man schnell Anpassungen machen kann, dass man sicher ist, dass das, was man tut, auch wirklich funktioniert nachher und nicht das System irgendwo umfällt, also dass man eine gewisse Stabilität hat. Und andererseits möchte ich gerne ein System haben, was mir erlaubt, Teile hinzu- oder wegzunehmen, je nachdem, wie ich das brauche. Das erste Mal habe ich dieses zweite Ziel in Bezug auf Langlebigkeit erlebt, als ich mir ein System bei der Lufthansa Revenue Services anschauen durfte. Das ist der Teil der Lufthansa, der unsere Flüge abrechnet. Aber der rechnet nicht nur die Flüge für die Lufthansa ab, sondern auch noch für German oder jetzt Eurowings, für Swissair und für noch ein paar andere. Und das ist ein 10 Millionen Zeilencode großes ABAP-System, was die da haben, um das zu machen. Alles selbst geschrieben. ABAP redet ungefähr, würde ich mal sagen, dreimal so viel wie PHP oder so. Also insofern ist das dann doch ein bisschen weniger. Aber trotzdem ist das ein ganz schöner Klotz. Und die wollten eben für diese verschiedenen Fluggesellschaften ihre Software so bauen, dass sie die zusammenstecken können. Ja, weil Germanwings will seine Prozesse anders machen als die Lufthansa. Da muss man das berücksichtigen. Ja? Und dann ist die Frage, wie kriege ich das hin? Und ihr, also das Zauberwort steht hier natürlich nicht drauf, aber es ist wahrscheinlich überall in euren Köpfen schon angegangen. Man muss Microservices oder irgendwas machen in der Art. Also man muss sich irgendwas überlegen, wie kriegt man das hin? Man will irgendeine Art von Baukastenprinzip haben. Und auch das geht nur, wenn die Software langlebig ist, also wenn sie so gebaut ist, dass ich sie auseinandernehmen kann und zusammensetzen kann. So, und das große Problem bei der ganzen Sache ist, die meisten Systeme, also ihr als Softwareentwickler, wenn ihr sehr, sehr gut seid, dann könnt ihr euch maximal 30.000 Zeilen Code machen. Kaum ein System ist so klein. Ja? Das bedeutet, wenn ihr also eine Software wartet, dass euer Verständnis des Systems die ganze Zeit über den Source Code sich hinweg bewegt. Kennt ihr das? Also vielleicht kennt ihr das auch. Bei mir passiert das immer. Ich programmiere irgendwas und denke, boah, das ist der weltbeste Algorithmus, den ich je geschrieben habe. Super geil. Also was habe ich mir da ausgedacht? Genial. Das werde ich nie vergessen. Dann mache ich 2 Monate was anderes, komme wieder vorbei. Was ist das? Ich weiß noch. Und das ist ja das Allerschlimmste. Ich weiß noch, ich habe gedacht, das werde ich nie vergessen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich nie vergessen wollte. Und also furchtbar. Ja, und das ist der Effekt, dass unser Gehirn einfach nicht mehr Kapazität hat als 30.000 Zeilen Code. Das ist einfach so. Ja, da kann man nichts gegen machen. Das heißt, wir müssen Software bauen, die sich schnell verstehen lässt. Es gibt Untersuchungen, ich habe es auch bei uns mal in den Teams gemacht, dass wenn wir eine Aufgabe haben, irgendetwas zu entwickeln an einem Stück Software, dass wir 70% unserer Zeit damit verbringen, den vorhandenen Code zu verstehen. Ja, aha. Oh, das habe ich gemacht, ach, weiß ich auch nicht mehr, und so weiter. Und 20% der Zeit damit, das Problem zu lösen, was wir lösen wollen, und dann 10% der Zeit tatsächlich nur programmieren. Ja? Das heißt, wenn wir Zeit einsparen wollen, wenn wir Leute schnell machen wollen, dann müssen wir die Zeit hier einsparen, in diesem Bereich, ja, in dem Bereich des Code-Verstehens. Ja? Und ich
mache das, also ich versuche das mit Teams zu machen, den Code in eine in einen Zustand zu verwandeln, dass er besser zu verstehen ist, dass er also weniger schwierig für die Leute ist. Und das mache ich mit Teams in einer gemeinsamen Sitzung. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was Pair Programming ist, ne? Oder? Macht ihr das? Wer macht Pair Programming hier? Ah, sehr schön. Ich finde, also ich mag, bei uns wird sehr viel Pair Programming gemacht in unseren Teams, in der Firma, aber wir machen auch was anderes, was es so seit 2012 gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das nennt sich Mob Programming. Und die Idee dabei ist, dass das ganze Team vor einem Monitor mit einer Tastatur sitzt und dass einer programmiert und alle machen mit. Ja, alle reden mit. Das ist total effizient, weil man kriegt die Sachen unglaublich schnell gemacht. Und für mich ist das super genial, weil ich brauche jetzt dem Kunden nicht mehr zu erklären, warum Pair-Programming so gut ist, weil wenn ich ihm vom Mob-Programming erzählt habe, dann sagt er, machen Sie ruhig Ihr Pair-Programming. Das ist schon okay. So geht das dann. Und was ich aber mit den Teams mache, ist noch eine Stufe weiter. Ich mache nämlich mit den Mob-Architektin. Das heißt, ich sitze mit dem ganzen Team am liebsten, tatsächlich mit dem ganzen Team, in einem Raum einen Tag und analysiere die Architektur. Guck mir die an, was sind da für technische Schulden und was haben die da, was kann man machen, damit das System besser zu verstehen ist. So, am Anfang sagen die Firmen immer, ja, ja, das ist ja teuer, wir geben Ihnen mal einen Architekten, sage ich, ja, ja, können wir alles machen. Und wenn ich dann mit dem Architekten da alleine sitze, dann geht er nach einer halben Stunde los und holt den Rest der Mannschaft, ja, weil man so viel über ein System lernt, wenn man sich das zusammen anguckt. An sich ist das ganz banal, wir gucken uns an, was war der Plan, den man mal hatte, also was hat sich jemand gedacht, wie das System aufgebaut ist und wie sieht es im Fortschritt aus, das passt also in der Regel eigentlich nie, also das ist ganz normal, dass das nicht passt, ist aber auch nicht schlimm. Weil wenn man einen Source Code programmiert, will man ja ein Feature umsetzen und nicht über die Architektur nachdenken. Also das ist ein ganz normales Phänomen. Und dann sitzen wir da so in trauter Runde, na, ich sitze da und die Leute und dann gucken wir uns den Source Code an und machen Architektur, verschiedenste Sichten und sammeln Refactorings und schreiben die auf so Stellwände und priorisieren sie. Und also lustiges Zeug und das ist so ähnlich gut wie Mob Programming, weil nämlich auch da alle an einem Strang ziehen und man hat maximales Know-how da. Das ist wirklich hervorragend und das führt auch dazu, dass der eine sagt, ja, wir machen das so, also, und dann sagt der andere, wie, wir machen das so, ich mache das so, naja, und dann geht das los, ne? Und das Architekturverständnis wird total gestärkt. Und was das Entscheidende ist, um eine Architektur lange verständlich zu machen, also den Source Code und alles, was da drin gebaut ist, die ganze Struktur und so weiter, ist eine ganz banale Sache. Damit man es schnell versteht, muss es einfach sein. Ja, es muss einfach sein. Und also, ich gebe relativ viele Architekturtrainings und dann geht es immer darum, was macht der Architekt? Und das Wichtigste, also wenn ihr Software entwickelt, es gilt auch für euch alle, weil jeder, der programmiert, macht im Endeffekt Architektur. Baut was, bitte, bitte, was einfach ist. Ja? Also Technologie macht Spaß und das ist alles total lustig und so, aber die Einfachheit, die macht es für den Nächsten verständlich. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber ihr schreibt ja euren Source Code nicht für den Compiler, ne? Das wisst ihr, oder? Sondern ihr schreibt den für den Nächsten, der den liest. Also der Compiler würde auch mit alles in einer Zeile möglich werden, ne? Dem ist es egal. Ne? Also ihr als PHP-Entwickler schreibt es sowieso nicht für den Compiler, sondern eher für das Laufzeitsystem, aber auch für das schreibt ihr es nicht, ne? Sondern ihr schreibt es für den Nächsten, der das verstehen muss. Das ist das Entscheidende. Und ich habe mich entführe euch jetzt zwei Minuten oder drei Minuten in die kognitive Psychologie, weil ich habe mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt, was ist eigentlich für Menschen komplex? Ja, was sind komplexe Strukturen? Was kann unser Gehirn eigentlich alles, um mit komplexen Sachen umzugehen? Und unser Gehirn hat über die letzten Jahrmillionen unglaublich viele Dinge sich entwickelt, um mit Komplexität umzugehen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ihr schon mal so einen Stammbaum gesehen habt von irgendwelchen Fürstentümern, das ist auch relativ kompliziert, aber unser Gehirn hat Mechanismen, damit umzugehen. Und unser Gehirn kann drei Sachen. Unser Gehirn kann etwas, das nennt sich Chunking, das kann Hierarchien bilden und Schemata aufbauen. Und ich will euch kurz zeigen, was das bedeutet und wie das sich auf Software auswirkt. Chunking ist eine ganz spannende Sache. Wir sagen in der Informatik vielleicht Abstraktion dazu oder sowas. Was macht ihr hier die ganze Zeit? Chunking bedeutet, dass ihr aus
vielen kleinen Sachen größere Einheiten bildet. Ja, und da ihr alle normale Gedächtnisse so habt, so mit Kurzzeitgedächtnis 7 bis 9 Stellen, seid ihr die ganze Zeit am Chunken, weil meine Sätze haben garantiert mehr als 7 bis 9 Wörter. Also ihr chunkt die ganze Zeit, um zu verstehen, was ich sage. Das ist eine gute Sache, die wir können. Das führt dazu, dass ihr mich zum Beispiel seht als Mensch einfach oder als Carola, ne? Und nicht seht, okay, Pulli, Hose, Schuhe, Uhr, mein Gott, was hat die alles? Ja? Also ihr verliert euch nicht in den Details, sondern seht die größeren Einheiten. Das ist der Punkt. Das funktioniert aber nur, wenn die Dinge wirklich zusammenhängen, also wenn die einen sinnvollen Zusammenhalt bilden. Wenn ich einen Wasserhahn hier an der Seite hätte, ja, dann würde es euch schwer fallen, mich zu chunken, weil das wäre irgendwie komisch. Also die Dinge müssen sinnvoll zusammenhängen und Nähe hat keine große Unterstützung für Chunking. Ja. Also nur weil dieser Seehund nahe bei dem Stein ist, heißt das nicht, dass wir einfach eine größere Einheit draus machen. Also das Beste, was mir vielleicht einfällt, ist Strand. Ja, aber das ist auch ein bisschen unspezifisch. Oder eben Seehund und Stein. Und das, ne, wenn ihr dann jetzt an Software denkt, ihr wollt Software so bauen, dass sie aus Teilen besteht, die Leute gut chunken können, wo sie sagen können, ah, okay, das ist das. Zack, die Details interessieren mich nicht. Zack. Dann ist sowas nicht so gut. Ja? Ein X- und Y-Manager, wo man Services registrieren kann, Events versenden kann, Printer-Queues initialisieren kann. Also, ja, das da hat keinen Zusammenhang. Das sind viele verschiedene Aufgaben, die in einem Teil drin sind. Und wir haben in der Informatik einen total coolen Begriff, um das auszudrücken. Wir müssen ihn nur richtig verstehen, denn wir reden immer davon, dass wir Software bauen wollen, die modular aufgebaut ist. Denn der ursprüngliche Sinn von Modularität war, Einheiten zu schaffen, um das Innere zu verbergen und die Details zu vergessen, um Dinge zu schaffen, die eine Aufgabe haben. Ich habe hier einen ganz hübschen Geek and Poke. It's crucial to find a good name for your class, which reveals its purpose, sagt der eine. Und dann gucken sie, und dann sagt der andere, like crap, I don't know where else to put in. Und dann sagt der andere, exactly. Und da unten steht, worum es geht. Naming is key. Es ist so einfach wie das. Ja? Wenn ich nicht weiß, wie ich etwas sinnvoll nennen soll, dann ist das mir wahrscheinlich mit der Modularität nicht so echt gelungen. Ja? Also Klassen, die util heißen, die erzeugen bei mir große Begeisterung. Manager auch, ja? Also das sind alles so Sachen. Kennt ihr alle die Solid-Prinzipien von Robert Martin? Wer kennt die? Das ist fein. Das erste Prinzip von Robert Martins Solid-Prinzipien ist das Single Responsibility Principle. Und das ist wunderbar, um uns in Richtung von Modularität zu weisen. Ein Ding soll nur eine Aufgabe haben. Ja? Und ein Druck- und Service-Initialisierungsmanager hat mehr als eine Aufgabe. Das sollte man nicht machen. Seht zu, dass ihr genau beschreiben könnt, was die Klassen, die Files, die Komponenten, die Directories, die Namespaces, was auch immer in eurem System für eine Bedeutung haben. Gut, das war Modularität. Unser Gehirn ist super toll darin, mit Hierarchien zu arbeiten. Wir können uns Sachen besser merken, die hierarchisch sind. Netze machen uns Probleme. Das ist was man super gut messen kann. Die kognitiven Psychologen haben diverse Tests gemacht und da gibt es überhaupt keine Frage. Und das können wir in unserer Software auch machen. Wir können unsere Software hierarchisch aufbauen. Zeige ich euch gleich noch ein bisschen was dazu. Weil das Beste, was ich euch noch erzählen will, ist dies hier. Wir können mit Schemata arbeiten. Was ist das? Da kommen noch mehr Bilder drauf. Also noch mehr Sachen. Warte mit dem Foto lieber noch einen Moment. Ihr könnt die Folie nachher auch alle, ne? Also kein Problem. Okay, was ist das Beste, was wir können? Wir haben in unserem Gehirn die Möglichkeit, Schema zu bilden. Und das bedeutet, dass wir abstrakte Vorstellungen von Sachen in unserem Gehirn haben. Zum Beispiel, sowas könnte ein Schema für ein Haus sein. Wenn ich so, ich sage, ich wohne in einem Reihenhaus, dann geht das Reihenhausschema los und ihr denkt, okay, aha, schmales Ding, schmaler Garten, ständig Treppe rauf und runter und so ein Zeugs, denkt ihr wahrscheinlich. Ja? Also das funktioniert und wenn ich zum Beispiel zu euch sage, meine Eltern waren Lehrer, dann geht das Lehrerschema los. Und ihr denkt, ach, deswegen redet die so viel. Oder vielleicht denkt ihr, mein Gott, was muss eine furchtbare Kindheit gewesen sein oder irgendwelche Sachen. Ne? Das, jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man kein Schema hat. Wenn ich euch
euch, jetzt hatten wir alle das Glasfeld-Umschema, das gerade abgelaufen ist, nochmal schnell identifizieren. Wenn ich zu euch sage, mein Vater war Säumer, dann ist da nichts. Weil ihr nicht wisst, was das ist. Säumer, das waren die Menschen, die vor LKWs, Zügen und Flugzeugen die Waren mit ihren Pferden an den Bergsäumen über die Alpen transportiert haben. Die hießen Säumer. Ja? Also jetzt habt ihr eben mal erlebt, was passiert, wenn ihr kein Schema habt. Was die Psychologen noch gemacht haben, ist einen wunderbaren Test, um zu zeigen, wozu wir Schema, also was die mit uns machen. Und was die getan haben, ist, die haben ein Schachbrett genommen, das ist übrigens irgendwie spiegelverkehrt. Einer kommt immer hinterher und erzählt mir das, braucht ihr nicht machen, ich weiß, es ist spiegelverkehrt. Aber egal, Schachbrett, ja. Die haben also ein Schachbrett genommen, haben die Figuren da draufgestellt und haben das mit Schachexperten hingehalten und haben gesagt, du, guck dir das mal an, merk dir so viel du kannst, 20 Sekunden lang, und dann bau bitte wieder auf, woran du dich erinnerst. Und das haben sie mit einem Schachexperten gemacht und mit jemandem, der nichts von Schach versteht. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Der Schachexperte, der konnte doppelt so viele Figuren wieder hinstellen, wie der, der nichts vom Schach verstanden hat. Aber das konnte er nur, solange auf dem Schachbrett eine fürs Schach sinnvolle Aufstellung stand. Also, solange er seine Schachschema anwenden konnte. Wenn auf dem Schachbrett Unsinn stand, dann waren beide gleich schlecht. Okay? Und das ist der Effekt vom Schema. Sie lassen uns Dinge viel schneller erkennen und auch uns viel schneller merken. Und das ist das, was wichtig ist, wenn wir Software bearbeiten wollen. Wir haben in Software auch Schema. Was haben wir? Wir reden ganz viel von Entwurfsmustern oder Architekturmustern oder sowas. Ja, also die Muster, die wir in unserer Software haben, das sind Schema. Und die, wenn wir die richtig einsetzen, dann haben wir eine unglaubliche Möglichkeit, anderen Leuten klarzumachen, was diese Software soll. Ja, deswegen steht jetzt hier auf meiner Grafik Musterkonsistenz. Das Entscheidende bei den Mustern ist, dass man sie so einsetzt, dass der Nächste die auch erkennt. Ich habe letztens mit einem Kollegen programmiert, wir suchten irgendeinen Fehler und wir kamen zu einer Factory-Klasse. Wer weiß hier nicht, was eine Factory-Klasse ist? Okay. Also eine Factory-Klasse, unsere Erwartung war, da werden Objekte erzeugt. Wir guckten da rein, weil das war irgendwie, und sahen, oh, da werden Berechnungen gemacht und Sachen in die Datenbank gespeichert. Vorbei. Ja? Dass diese Factory-Klasse nun doof ist, ist das eine, aber das andere ist, jemand hat uns mit einem Muster in eine Richtung gelenkt und das, dann war es zu Ende. Wir konnten nicht einfach weitermachen, in den Flow bleiben, ah, das ist das, das erkennen wir, machen wir weiter, super. Sondern wir, ne, mein junger Kollege, unmöglich! Sofort refactoren. Und ich so, okay, gemacht, wir können ja vielleicht erstmal rauskriegen, wer das war und vielleicht gab es ja einen Grund, aber das ist keine gute Idee, ja? Das ist keine gute Idee. Wenn ihr ein Muster in eurer Software habt, dann setzt sie konsistent ein. So, jetzt zeige ich euch ein bisschen, was man, also ich hoffe, die Message ist angekommen, wenn man diese drei Sachen beherzigt, dann hat man eine Architektur, die andere Menschen gut verstehen können, oder einen Source Code, den andere Menschen gut verstehen können. Und das führt zu viel weniger technischen Schulden. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder, wie sowas dann aussehen kann. Das erste, wir fangen mal mit der Hierarchisierung an, weil das am leichtesten ist, ist, ich habe schon während meiner Zeit an der Uni, als ich noch mein Diplom gemacht habe, habe ich schon Studenten unterrichtet. Und ich ärgere mich heute immer noch, dass wir das damals gemacht haben. Aber was wir den Leuten damals erzählt haben, ist, ihr müsst technische Schichten in eurer Software. Oben und unten, ne? Unten Datenbank und dann oben das User Interface. Ich ärgere mich darüber, weil heute wissen wir, dass die fachliche Struktur eigentlich viel wichtiger ist, ne? Also und viel schwieriger zu erzeugen ist. Aber der Effekt ist, wenn ich heute das erste Mal mit irgendeinem Architekten telefoniere, wo ich später hinkomme und dann sage, was haben Sie denn für eine Architektur? 90% der Leute antworten, wir haben Schichten. Und dann weiß ich schon, okay, es gibt technische Schichten. Ja? Was ich heute im System will, ist nicht nur eine technische Schichtung, also dass es ein Oben und Unten in der Richtung gibt, sondern ich will auch eine fachliche Struktur. Ich will auch in der fachlichen Richtung sowas haben wie ein Basismodul, auf dem andere aufbauen. Ja?
Wenn ich Microservices haben will, dann will ich natürlich, dass die möglicherweise überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber das stimmt natürlich im Endeffekt auch nicht, denn ich werde irgendwelche Nachrichten dazwischen haben oder sowas oder irgendwelche Aufrufe. Also ich will aber eigentlich auch da eine Richtung, und das kann man gut mit Modularität erklären, wenn ihr euch vorstellt, ich habe ein Basismodul und andere Sachen bauen darauf auf, dann ist es ziemlich komisch, wenn dieses Basismodul irgendwas von dem braucht, was darauf aufbaut. Das ist irgendwie Quatsch. Ne? So, das ist kein Basismodul mehr. Also insofern will ich hier auch eine Richtung. Ich will Basis und was drauf aufbaut. Ich zeige euch jetzt mal, was mir meistens begegnet, wenn ich mir junge Systeme angucke. Also das ist ein System, das ein Team so über ein Jahr entwickelt. 100.000 Zeilen Code ungefähr. Und das Typische, was ich dann sehe, ist, ich sehe eine relativ gute technische Struktur und die fachliche Struktur ist Kraut und Rüben. Aber das Amüsante dabei ist, die Leute rufen mich an heutzutage und sagen, Carola, kannst du mal kommen? Wir wollen unser System in Microservices zerlegen. Und dann weiß ich schon, okay, dann sag ich, ja, dann lass mal, zeigen wir mal, dann gucken wir uns das mal an. Was findet man? Man findet sowas. Das sind Bilder aus einem Tool, das heißt Sotograph, ich erkläre euch das alles. Was ihr hier seht, sind technische Schichten, die wir sozusagen, wir haben das System in dieses Tool geladen und haben gesagt, okay, also den Teil, den packen wir jetzt mal zusammen, geben dem den Namen Crosscutting und dann ist das so eine Schicht. Ja? Also wenn man da reingucken würde, dann würde man da drin Directories oder Namespaces finden und da drin dann irgendwann die PHP-Files, ja, die da drin sind. So, also da, und das sind verschiedene Schichten, die aufeinander aufbauen sollen und auf der linken Seite die Bögen, das sind die Beziehungen, die von oben nach unten gehen. Da seht ihr hier so ein kleines Symbol, also hier unten müsste eine Pfeilspitze hin. Und die auf der rechten Seite gehen in die falsche Richtung. Ja? Wenn man eine Schichtung haben will, dann sind alle Sachen, die nach unten gehen, gut. Und alles, was in die andere Richtung geht, ist nicht gut. Also wenn man hier reingehen würde, dann würde man sehen, hier drin irgendwo gibt es eine Klasse, die ruft Funktionalität von hier unten auf. Ja? Also so ist das zu lesen. Und das ist ganz typisch, dass ich sowas finde. Technisch ist eigentlich alles okay, das meiste ist gut und die paar Fälle hier, die kann man untersuchen und kann die beheben. Und dann kommt der nächste Schritt zu sagen, okay, dann restrukturieren wir doch jetzt mal alles fachlich. Und dann kommt meistens sowas dabei raus. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr viel von diesem Begriff Big Ball of Mud gehört habt, aber das ist fachlich ein Big Ball of Mud. Ne? Ich habe natürlich die fachlichen Namen hier abgeschnitten, weil sonst könnte irgendjemand ahnen, welches System das ist. Das darf ich natürlich nicht. Die gelben hier, die hatten wir untersucht, da haben wir dann Lösungen für gefunden, aber das war total anstrengend, das Ding überhaupt so strukturiert zu bekommen. Ja? Also wenn ihr in irgendeiner Form über eure Software nachdenkt, dann versucht das als erstes das Schwierigere zu machen. Dann versucht euch zu überlegen, wie soll das Ding fachlich eigentlich unterteilt sein, in welche Teile und wie bauen die aufeinander auf. Meistens ist das im ersten Wurf schwierig, das ist auch ganz normal, weil die Fachlichkeit sich ja auch erst entwickelt mit der Zeit. Ja? Das Verständnis dafür, die Frage, was ist hier eigentlich ein Basiskonzept? Ja? Ist der Kunde das Basiskonzept oder das Konto oder was? Ja? Ist ja nicht so einfach zu beantworten, ne? Da muss man drüber nachdenken. Aber manchmal habe ich das Glück, dass ich so Systeme sehe wie das folgende. Das habe ich das erste Mal angeguckt, da hatte es irgendwie, ich glaube, irgendwie 100.000 Zeilen Code, auch so ähnlich wie dies. Und da war die technische Struktur noch sehr unordentlich. Ja? Da habe ich mit den Leuten dort sehr dran gearbeitet, dass das System technisch in Ordnung kommt. Und dann habe ich zu denen gesagt, euer Chef hat mich ja beauftragt, in einem halben Jahr wiederzukommen. Ne? Und dann will ich nicht nur eine technische Struktur, sondern auch nicht eine fachliche Struktur sehen. Das ist immer praktisch, wenn man den Leuten sagt, dass ich wiederkomme. Und dann kam ich wieder und dann habe ich das hier gefunden. Und links ist auch wieder die technische und rechts die fachliche Struktur. Hier habe ich die Schichten aufgeklappt. Also die Schichten seht ihr hier, da gibt es so eine technische Basisschicht. Das hier ist die Business-Logik und da oben ist das User-Interface. Ja? Und ich habe die erstmal sehr gelobt und der Architekt sagte, was ist das denn? Da, irgendwas aus der Business-Logik will was vom User-Interface. Dann haben wir geguckt, das ist also die Reporting-Komponente in dem System und da habe ich gedacht, oh mein Gott, die wollte ich schon immer refactoren, kann ich
das Bild haben, sag ich, ja klar, dann kriege ich das Geld, dann kann ich das endlich machen. Das da unten ist zwar gelb, aber das war auch ganz typisch. Da haben wir in der Klasse reingeguckt, die diese gelbe Beziehung da erzeugt, also aus so einer technischen Basisschicht da in die User-Interface-Schicht. Und da benutzte eine Klasse nicht das Interface, sondern die konkrete Klasse. Ja? Also da hat jemand aus Versehen nicht das Interface, sondern das Input verwendet. Ach, das ist ja einfach, das können wir sofort reparieren. So, okay, schreib mal auf, kann sofort reparieren. Gucken wir an die nächste Stelle, dasselbe. Gucken wir an die nächste Stelle, wieder dasselbe. Das ist ganz typisch. Was ist da wohl passiert? Copy und Paste. Ja? Das ist was, was ganz oft passiert. Und das Problem ist, wenn man das nicht bei Zeiten behebt, dann denkt man irgendwann, oh, das soll wohl so sein. Und dann repariert es nie mehr. Kennt ihr die Pfadfinderregel? Wenn man jemals Pfadfinder war, dann weiß man, wenn man irgendwo an einem Ort seine Zelte aufgeschlagen hat und die abbaut, dann muss man den Ort hinterher in einem besseren Zustand hinterlassen, als er war, wenn man gekommen ist. Und das gilt auch für Software. Wenn ihr irgendwo in der Software vorbeikommt, dann müsst ihr sie besser hinterlassen, als ihr sie vorher gesehen habt. Das heißt nicht, dass ihr alles refactort, aber die Stellen, an denen ihr was in die Hand nehmt, okay? Gut, ja, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was zur Modalität. Das ist auch schön. Ich war mal bei einer großen Firma in Waldorf, die da damals eine große Plattform baute, damals in Java, also auf ihrem ganzen ABAP so drauf. 20 Millionen Zeilencode, also ein Riesenteil. Und zu der Zeit, und die haben sich überlegt, okay, wir wollen, dass man in unserer Software Komponenten baut, ja, also wo dann ganz viel Java drin ist. Ihr könnt euch einfach denken, ganz viel PHP in jeder Komponente. Und wir wollen, dass man da keine Zyklen haben darf. Ja, also die Laufzeitumgebung verhindert, dass sich diese Komponenten gegenseitig verwenden. Aber den hatte ich verstanden, dann hatte ich den Architekten da, hatte irgendwie 2 Millionen davon in meinem Tool und habe zu dem gesagt, okay, wie viele Komponenten habt ihr denn? Ja, 9, sagt er. Okay, sag ich, wo sind die denn? Dann sagt er, können wir das mal richtig machen? Und dann sage ich, wie richtig machen? Ja, eigentlich haben wir 17. Ach, wirklich. Dann gucken wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da sind die 17, die er gerne wollte, in denen er dachte. Und hier sind die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dies hier umfasst 80% des Source Codes. Und das mussten die machen, weil die haben hier lauter Zyklen zwischen ihren einzelnen Komponenten. Deswegen konnten sie die nicht auseinandernehmen. Ja? Das, also, wenn die Technologie uns sozusagen zwingt, etwas derartiges zu machen, dass wir ein großes Teil haben und kleine Satelliten und eigentlich dieses große Teil viel lieber zerlegt hätten, wir können das aber nicht, ja, dann ist das ziemlich doof. Ja? Also da, das kann man auch eigentlich alles zusammenschütten. Ja? Also, also wenn ihr sowas macht, also es ist so einfach wie das. Ich habe vorhin gesagt, guckt euch die Namen von euren Sachen an und das zweite ist, guckt euch an, wie groß die sind. Die großen Sachen sind immer die, in denen irgendwelcher Mist ist. Ja, letztens bei einer Firma, die hatte 9 Millionen Java und haben mir gesagt, wie viele Build-Units habt ihr? 128. Das ist ein bisschen wenig für 9 Millionen, habe ich so in mir gedacht. Ja? Und dann habe ich einfach mal gemessen, wie viele Klassen es pro Build-Unit gibt. Und dann ist da eine, die hat 9200 Klassen. Oh, komisch, ne? Aber dann habe ich angeguckt, wie viele Zeilen Code die hat. Und die hat 3 Millionen Zeilen Code. Ein Drittel des Systems. Das müsste ja eigentlich so viel sein, ne? Stimmt ja eigentlich nicht, ne? Also wohl große Klassen. Und dann habe ich da drin was gefunden, das habe ich noch nie gesehen. Da waren 5270 Klassen zu einem Knäuel verwoben. Ja? Also jede Klasse braucht die andere. Man kriegt die nicht auseinander. Normalerweise sehe ich so 370, 400 oder so. Das ist auch aber 5000. Ich habe zu dem Architekten gesagt, was machen Sie denn damit? Und er sagte, ja gar nichts. Wir haben eine Schnittstelle gebaut. In Domain-Design nennt sich das Anti-Corruption Layer. Ja. Aber das haben sie gerade erst gebaut und jetzt machen die sowas. Ja. Also bitte, macht sowas nicht. Ja. Also das ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Und jetzt überspringe ich mal 2 Folien, 2, 3 Folien, das erzähle ich euch ein andermal.
und geh mal hier hin. Ich habe nämlich euch ja von den Mustern vorhin erzählt. Ich möchte, dass ihr Muster in euren Software-Systemen habt. Und ich habe hier einfach mal sowas, Model View Controller kennt ihr bestimmt in irgendwelchen Varianten, habt ihr das in euren Systemen, Services. Das Tolle an Mustern ist, erstens, sie sagen, was die Aufgabe einer Klasse sein soll. Ihr erinnert euch, für Modularität ist das eine ziemlich gute Sache, wenn ich weiß, was die Aufgabe einer Klasse ist. Ich weiß, was die Aufgabe von einem Model ist und einem Controller und was, wie sie sich unterscheidet. Ja, das ist das eine. Und das andere, was Muster machen, ist, sie gehen Beziehungen vor, die erlaubt sind und sagen auch, was verboten ist. Und interessanterweise sind bei solchen Mustern Zyklen in der Regel verboten. Ja? Das ist also eine hierarchische Struktur, die entsteht. Wenn ich euch sage, ich programmiere jetzt was, wo das Model die View kennt, ja, dann wisst ihr vielleicht, dass man das in C-Sharp machen darf, aber in anderen Programmiersprachen darf man das nicht. Ja? Oder ich baue ein Business-Objekt und dieses Business-Objekt darf die View rufen. Ja? Also da kennt jeder, kriegt jeder, der mit Views mal gearbeitet hat, ein Business-Objekt und kriegt einen kalten Schauer über den Rücken. Ja? Also die Muster gehen vor, in welcher Richtung wer mit wem arbeiten darf. Und das ist die große Qualität davon. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Das ist einfach ein Zyklus. Ne? Man sieht einzelne Klassen hier, die sich gegenseitig kennen. Die blauen Pfeile sind Hin- und Her-Beziehungen. Also der Plugin-Manager kennt den List-Command, das kennt den Plugin-Manager und so weiter und so fort. Ist ja auch alles ganz okay, solche Sternzyklen findet man öfter, aber das Problem ist hier hinten. Hier gibt es ein Ding, das heißt Plugin-Properties und alle wollen was davon. Ja? Also Plugin-Properties, also das muss irgendwas, ne, das hält irgendwelche Daten, so denkt man dann. Ja? Ist ja eigentlich auch okay, alle benutzen das, aber da gibt es eine rote Beziehung zu einem Ding, das heißt Property-Helper. Also mein Eindruck ist, dass die Helper sind die neuen Utils. Ja? Die Leute haben irgendwie kapiert, dass das mit den Utils nicht so gut kommt. Und jetzt bauen sie alle Helper. Ja? Helper sind nicht besser. Das Problem mit Helpern ist nämlich, helfen kann ich immer und überall, in jeder Richtung. Ja? Also das ist das Problem. Helper, dieser Name sagt nicht, ob ich irgendwas darf oder nicht darf. Jeder darf den Helper rufen, der Helper darf jeden rufen. Nicht festgelegt, schwuppdiwupp. Also bitte, baut nicht so viele Helper-Klassen, ja? Oder zählt mal, wie viele ihr davon habt, das würde mich mal interessieren. Weil was dann passiert, ist meistens, erst hat man sowas, ja? Also das sind hier so 119 Klassen, die sich alle gegenseitig kennen und da ist noch so ein eigener, ne? So verschiedene, keine, aus vier verschiedenen Komponenten und wenn man nicht aufpasst, dann hat man nachher sowas. Das ist ein echtes System, das sah erst so aus und dann so. Ja? Also 327 Klassen, die sich alle gegenseitig kennen. Und ich sage immer, die sind wie schwarze Löcher. Ja? Das sieht man auch. Ne? Das liegt auch am Layout. In der Mitte sind die am meisten Beziehungen haben. Ne? Da sind so viele Pfeile, dass es schwarz wird. Ne? Aber stellt euch mal vor, euer Chef kommt und sagt, bau mal ein neues hellblaues. Ja? Da, so eins. Ne? Also ich mache dann erstmal immer, muss ich, ja, weil ich weiß schon, es wird ganz eklig. Und dann sagt mein Chef, doch, doch, der Kunde bezahlt, du musst das machen. Und was mache ich? Ich nehme ein vorhandenes hellblaues, kopiere es, ändere das, was ich ändern muss und bin ich mit drin. Ja, so geht das. Man kommt, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Und dann kommt man in diese Situation hier, mein Lieblings-Geek and Poke. I cannot reproduce the bug from yesterday, sagt der eine. Dann gucken sie, sagt der andere, maybe a time-space discontinuity has come by and moved us into a parallel universe where this bug has never existed. Und dann sagt der andere, sounds reasonable, I close this ticket. Und das ist sozusagen die Situation, in die wir nicht wollen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr beherzigt, was ich euch gesagt habe, und dafür sorgt, dass eure Software modular ist, hierarchisch und einheitliche, durchgängige Muster hat, denn dann werdet ihr hoffentlich nicht in solchen Situationen enden. Und ich kann euch eins sagen, ich habe viele, viele Systeme untersucht. Ich habe die versucht, nach ihrer Qualität einzusortieren. Das ist das System der Techniker Krankenkasse, 15 Millionen, hier oben im Bereich zwischen 8 und 10, also sehr gut. Ja. Da unten sind welche, die sind in grottenschlechtem Zustand. Es hat nichts mit der Programmiersprache zu tun, also nichts mit der Größe zu tun.
Es hat einzig und allein damit zu tun, ob die Leute verstanden haben, wie man Software gut strukturiert. Und damit hoffe ich, dass ihr nicht so hier rausgeht, sondern dass ihr das ein bisschen beherzigt, was ich euch erzählt habe. Und wenn ihr mich erreichen wollt, dann guckt nach meinem Twitter-Handle oder schreibt mir eine E-Mail. Das ist alles möglich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schwierig. Aber bei Business, was es schon gibt oder wo es eine Altvariante gibt, gehen wir tatsächlich hin und als Entwickler auch selbst und beobachten die Leute, versuchen, was im Domain-Review-Design ja auch sehr stark angelegt ist, eine Ubiquitous Language, also eine einheitliche Sprache zu entwickeln, die in unsere Software zu haben. Also da ist einfach sehr viel Anforderungsermittlung dann drin und bei uns machen das auch die Softwareentwickler, damit das Wissen direkt bei denen ankommt. Ja? Also ich, wenn ihr klein seid, dann werden ja auch nicht so viele Business-Analysten da sein, ne, denke ich mal. Das ist dann ein anderes Problem. Ja? Bitte. Macht ihr durchgehend Werbung oder ist das, sag ich mal, jeden Morgen 3 Stunden und dann macht ihr das? Nee, Teil, ja. Also wir an sich ist es bei uns gesetzt, dass wir durchgehend Pair-Programming machen. Wir haben ein paar Kollegen, für die das einfach zu anstrengend ist. Und die sagen, ständig muss ich mit einem quatschen, ich will auch mal meine Ruhe haben und mal was alleine machen. Und das machen wir auch durchaus. Also wenn da, also es gibt ja auch immer Aufgaben, die man mal alleine machen kann. Aber das können wir auch nur machen, weil wir eine hohe Testabdeckung haben. Ne? Weil wir 80-90% bei uns haben in der Business-Logik. Und dann ist das auch nicht so gefährlich, ne? Dass der nicht weiß, was da was irgendwo anders ist. Gut. Ich bin noch eine Weile da. Sprecht mich an, wenn euch was interessiert. Und danke fürs Zuhören.